fordert, ist, dass wir flexibel reagieren und das tun wir entsprechend auch. Insofern machen wir das Beste daraus und schauen gemeinsam in der Tat auf das Thema der künstlichen Intelligenz, auf künstliche Intelligenz, die Zeitreise der künstlichen Intelligenz habe ich es genannt. Und ich teile mit Ihnen mal meine Präsentation. Und der Herr Schmidt sagte schon, es gibt jetzt eine Vorlesung, 45 Minuten. Naja, ich habe es getitelt Online-Vortragsreihe. Also es wird ein Online-Vortrag. Es ist nicht eine ganz klassische Vorlesung heute, sondern es soll Ihnen ein paar Impulse geben. Und ich denke, aus den Themenfeldern, die wir bei Mensch in Bewegung haben, mit gesellschaftlichem Engagement, mit Digitalisierung, mit Nachhaltigkeit, da werde ich versuchen, auch den einen oder anderen Punkt aufzugreifen und das hier einflechten zu lassen. Schauen wir rein. Zunächst mal in die Zeit. Und im Hörsaal würde ich Sie jetzt fragen, wer kennt dieses Gefährt? Dann würden diejenigen, die so in meiner Altersklasse sich befinden, wahrscheinlich sagen, ach, das ist der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, eine Zeitmaschine, bekannt aus dem Film. Wenn ich das bei meinen Studenten bringe, bei meinen Studierenden, ist das häufig ein gewisses Stirnrunzeln. Was meint er jetzt damit? Also diejenigen unter Ihnen, die es kennen, eine Zeitmaschine, die wir hier nutzen. Und die Zeitmaschine wollen wir auch nutzen, um in die Vergangenheit aufzubrechen, nämlich in die Vergangenheit der künstlichen Intelligenz. Und wir gehen mal gemeinsam zurück mit dieser Zeitmaschine 251 Jahre in das Jahr 1769. Und im Jahr 1769 hat der Wolfgang von Kempelen, ein Hofbeamter am K&K-Hof in Österreich, sich dadurch hervorgetan, dass er ein großer Tüftler war. Und er hat in der Tat eine Maschine gebaut, einen Apparat gebaut, der Schach spielen konnte. Und dieser Apparat vom Wolfgang von Kempelen, der war so gut, dass er auch in der damaligen Zeit sehr gute Schachspieler schlagen konnte. Sie müssen sich das so vorstellen, oben ist das Schachfeld und hinter dem Schachfeld saß das, was wir heute als Roboter bezeichnen würden. Und der war tatsächlich gekleidet, wie damals die Türken gekleidet waren. Und der hatte einen mechanischen Arm und konnte also Steine hoch und runter setzen und konnte gegen seinen menschlichen Gegner spielen. Und meistens hat er gewonnen. Und es war lange Zeit ein Rätsel, wie macht das dieser Schachtürke? Und sind das die ersten Anzeichen einer künstlichen Intelligenz gewesen vor 251 Jahren? Nein, leider nicht. Man hat den Apparat dann später mal untersucht und hat festgestellt, also im Inneren saß ein Mensch, der sehr gut Schach spielen konnte und der über verschiedene mechanische Hebel die Figuren bewegen konnte. Insofern, das war leider keine künstliche Intelligenz. Aus diesem Schachtürken hat sich dann später das Wort abgeleitet, da wird etwas getürkt, wenn man also etwas vorgibt, was man eigentlich gar nicht hat. Das geht, sagt die Literatur, auf den Schachtürken zurück. Wir schreiten fort in der Zeit und gucken ins Jahr 1805. Da hat dann Jean-Marie Jacquard den Jacquard-Webstuhl erfunden. Und der war in der Lage, in der damaligen Zeit, also vor über 200 Jahren, Muster in Stoffe zu weben, was damals schon sehr interessant war und von vielen auch für eine künstliche Intelligenz gehalten wurde, weil eben bis dato, bis 1805, nur Menschen in der Lage waren, Muster in die Stoffe zu weben. Tatsächlich war es hier aber gar keine künstliche Intelligenz, sondern es wurden hier einfach die Muster, die man einstricken musste, einweben musste, auf Lochkarten kodiert. Also man könnte sagen, das ist eigentlich so die erste Kodierung des Wissens auf Lochkarten, aber mit einer künstlichen Intelligenz hat das nichts zu tun. Also künstliche Intelligenz ist ganz sicher noch keine 200 Jahre alt. Die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz wird allgemein datiert auf das Jahr 1956. Und im Sommer 1956, da haben sich 10 Wissenschaftler zusammengefunden, unter anderem John McCarthy und Marvin Minsky, Mathematiker, Systemtheoretiker, und haben zu 10 im Sommer überlegt, wie kann man Maschinen intelligent machen? Wie können Maschinen Dinge tun, an denen heute Menschen besser sind? Und diese 10 Herren, die Sie hier sehen, die werden auch als Gründerväter der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Die beiden hervorstechendsten, ganz sicher oben links, John McCarthy und Marvin Minsky. Diese 10 haben dann viel geforscht, haben sich selber Themenstellungen gegeben, haben Ideen entwickelt und haben überlegt, was kann man tun, um dieses menschliche Denken, diese menschliche Intelligenz in Computer zu bringen. Und nach diesem Auftakt, der im Sommer 1956 am Dartmouth College in den USA dann gestartet ist, haben sich dann in den Folge 18 bis 20 Jahren viele Entwicklungen ergeben. Und wir schreiben in den Jahren 56 bis 74 so die erste goldene Zeit der künstlichen Intelligenz.
Man hat damals nur beschränkte Rechenkapazitäten gehabt. Insofern ging es darum, Probleme logisch zu zerlegen, durch Entscheidungsbäume beispielsweise, durch Logik, die eingesetzt wurde, um Probleme runterzubrechen. Aber man ist auch hingegangen und hat erste Systeme der Sprachanalyse und der Sprachverarbeitung gebaut. Vielleicht kennen Sie das System ELIZA. ELIZA geht zurück auf die ELIZA Doolittle im Musical Pygmalion, die eine recht schlechte Sprache spricht, dann zu dem Professor Higgins kommt, der ihr beibringt, besser zu sprechen. Und diese ELIZA war Namensgeberin von einem Projekt des Forschers Weizenbaum, der ein System gebaut hat, das einen Psychoanalytiker simulieren sollte. Das heißt, ein Patient konnte am Computer etwas eingeben und dieses System hat dann geantwortet in menschlicher Sprache. Und das System war schon gar nicht so schlecht für die damalige Zeit in den 50er, 60er Jahren. Wenn zum Beispiel der Proband oder der Patient gesagt hat, ich habe Probleme gehabt mit meinem Vater, dann hat dieses System die Frage gestellt, gibt es andere Familienmitglieder, mit denen Sie auch Probleme haben? Das heißt, es hat gewisse semantische Themen erkannt, hat gewisse, Wortmuster erkennen können und konnte daraufhin Fragen stellen. Und es war tatsächlich so, dass ELIZA mit einem Menschen in eine Diskussion gehen konnte. Die war mal besser und mal schlechter. Es waren allerdings die ersten Ausführungen und die ersten Ausführungen erst der Sprachverarbeitung, dann in den 50er und 60er Jahren. In den Mitte der 70er Jahre hat man dann mal selbstkritisch geschaut, wo stehen wir mit künstlicher Intelligenz, hat eine erste Bilanz gezogen und hat ganz ehrlich festgestellt, also die hohen Erwartungen, die wir hatten, die haben sich eigentlich nicht erfüllt. Die Rechnerkapazitäten haben nicht ausgereicht, die Speicherkapazitäten haben nicht ausgereicht und das Gefühl war, also künstliche Intelligenz, so richtig wird das erstmal nichts. Und was dann kam ab 1975, war der sogenannte erste KI-Winter oder in englischer Literatur the first AI-Winter. Also es wurde kalt, es wurde frostig und Gefühl war, wir sind nicht sicher, inwieweit sich künstliche Intelligenz durchsetzen wird. Es gab dann Anfang der 80er Jahre eine zweite Welle. Die Rechnerkapazität wurde besser, die Verfahren wurden besser und in der ersten Hälfte des 80er Jahrzehnts gab es neue Erfolge im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was sich durchgesetzt hat damals, waren sogenannte wissensbasierte Expertensysteme. Das heißt, man ist hingegangen und hat Wissensbasen aufgebaut und hat Wissen kodiert. Wie sieht das aus? Zum Beispiel wurde kodiert, welche Krankheiten welche Symptome haben, sodass man nach Eingaben von Symptomen vorschlagen konnte, um welche Krankheiten handelt es sich, sodass auch dadurch seltene Krankheiten in den Fokus gerückt werden konnten, weil man gesagt hat, wenn die und die und die Symptome zusammenkommen, dann könnte es auch diese Krankheit sein. Also es geht hier um Wissen zu kodieren und auch schon größere Datenmengen zu verarbeiten. Und ein zweites Thema, was hochgekommen ist, wenn wir im Bereich der Betriebswirtschaftslehre bleiben, sind Expertensysteme, die zum Beispiel das Risiko bei einem Kreditvertrag beurteilen konnten. Das heißt, die konnten analysieren, wie eine Bilanz eines Unternehmens aussieht, wie eine Gewinn- und Verlustrechnung aussieht, historisch über die Jahre. Und dann konnten diese Systeme auch Mitte der 80er Jahre schon Prognosen machen, wird der Kredit ausfallen, ja oder nein. Also da kamen im Prinzip erste auch betriebswirtschaftliche Anwendungen dazu, die dann im Unternehmensalltag eingezogen sind. Was dann folgte in den 90er Jahren, war der zweite KI-Winter. Es wurde wieder kühl, es wurde wieder kalt. Woran lag es? Es lag daran, dass die spezialisierte Hardware-Industrie, die gewisse Speicherchips und gewisse Rechenchips für die künstliche Intelligenz produzierte, zum Teil kollabierte, weil zwei große Player in die Insolvenz gegangen sind. Insofern war man wieder so ein bisschen aus der Bahn geworfen im zweiten KI-Winter, hat sich dann aber relativ schnell berappelt und spätestens Anfangs der 90er Jahre ging das wieder weiter. Neuer Optimismus kam auf zum Thema künstliche Intelligenz, sehr stark dadurch getriggert, sehr stark dadurch angetrieben, dass die Rechenleistung stark stieg. Wir hatten damals Großrechner, die schon in der Lage waren, große Datenmengen in kurzer Zeit zu verarbeiten. Insofern konnte man jetzt auch in deutlich datenintensivere Anwendungen reingehen und konnte künstliche Intelligenz in den Grundzügen, wie wir sie heute kennen, auf den Weg bringen. Das waren aber typischerweise Anwendungen, die noch nicht stark vernetzt waren, die noch nicht mobil waren und die noch weit entfernt waren von den modernen Verfahren, die wir heute haben. Aber sie haben den Weg bereitet. Zwei Anwendungen, die in diese Zeit fallen. Zum Beispiel ein Computer, der in der Lage war, das Spiel Jeopardy zu spielen. Ich weiß nicht, ob Sie Jeopardy kennen. Das ist eine Fernsehsendung und da geht es darum, dass eine
Antwort gegeben wird und dann muss der Kandidat eine Frage dazu formulieren und die Antwort könnte zum Beispiel heißen, diese Stadt hat 1,3 Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt von Bayern und dann müsste man als Antwort, als Frage formulieren, was ist München? Und dieses Spiel Jeopardy, das konnte beispielsweise dann in den 2000er Jahren durch Computer gespielt und gewonnen werden. Das heißt, sie konnten einem Computer, der trainiert war, die Antworten geben und der konnte darauf dann die Fragen formulieren und hat in der Spielshow dann auch gewonnen gegen menschliche Kandidaten. Insofern, das sind solche Themen, die dann schon möglich waren in den Anfang der 2000er Jahre. Wenn wir mal schauen, wo wir heute stehen, dann würde ich sagen, wir sind heute in einer Phase, die etwa vor 8, 9 Jahren begonnen hat, etwa um das Jahr 2012. Wir sind nämlich in der Phase des maschinellen Lernens. Heute geht es nicht mehr darum, nur Wissensbasen zu kodieren, sondern es geht, oder Jeopardy zu spielen, sondern es geht darum, Lernstrategien zu entwickeln und es geht darum, Systeme zu haben, die wirklich lernen können, zum Beispiel lernen können, wie man Auto fährt, und wie man Bilder erkennt und andere Themen, wo es wirklich darum geht, zu lernen. Und man sieht ganz schön, dass dieses Thema Lernen eine große Rolle spielt, auch bei großen amerikanischen Konzernen. Und wir haben hier das Auto, das selbstfahrende Auto von Google im Bild, im Hintergrund. Und der Konzern Google hat ab 2012 die Prämisse ausgegeben und hat gesagt, bei Google sagen wir, wenn wir etwas entwickeln, wir glauben, wir müssen erstmal daran denken, ob wir dieses Problem durch künstliche Intelligenz lösen können. Das heißt, seit 2012 hat Google die Prämisse ausgegeben, AI first, KI, künstliche Intelligenz, an erster Stelle. Bis 2012, um Ihnen da ein Gefühl zu geben, hieß es Mobile first. Also bis 2012 haben die gedacht, wir müssen alles mobil machen. Seit 2012 denkt man, wir müssen sehr stark dahin kommen, dass wir künstliche Intelligenz primär nutzen, auch für unsere Produkte, ob das Suche ist, ob das Ausspielung von Werbung ist oder ob das andere Anwendungen bei Google sind. Also heute die Phase des maschinellen Lernens. Wir befinden uns in der Gegenwart. Und jetzt hatte der Thomas Schmidt auch schon eingeleitet und hat gesagt, also wir gucken bei Mensch in Bewegung auch immer auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und natürlich auch auf die Nachhaltigkeit. Und wenn wir uns heute mal fragen, diese Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die wir haben, wie werden die denn in der Bevölkerung wahrgenommen? Müssen wir ganz ehrlich sagen, also da gibt es schon den einen oder die andere, der auch oder die auch gewisse Vorbehalte gegen das Thema künstliche Intelligenz hat. Also will sagen, sie laufen nicht überall offene Türen ein, sondern es gibt in der Bevölkerung teilweise ganz gesunde Vorbehalte. Woran liegt das? Nun, das liegt zum Teil sicherlich auch daran, dass manche denken, KI, das ist magisch und das hat was mit Zauberei zu tun. Insofern habe ich hier den Harry Potter mal als Exemplar für einen Zauberer auf die Folie, auf das Schaubild gegeben und stelle die Frage, ist KI Zauberei? Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, als Leiter eines Bayerischen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, nein, künstliche Intelligenz hat nichts mit Zauberei zu tun. Es sind im Wesentlichen 4 Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit künstliche Intelligenz funktionieren kann. An 1 brauchen wir mal ganz viel höhere Mathematik. Wir brauchen da Clusteranalysen, wir brauchen Differential- und Integralrechnung, wir brauchen Verfahren der Statistik. Also das sind mathematisch dicke Bretter, die wir bohren müssen, wenn wir künstliche Intelligenz machen möchten. Und bei uns an der Technischen Hochschule in Ingolstadt, da können unsere Studenten im Bachelor studieren. Ein Bachelor, der heißt Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, schließt als Bachelor of Science ab. Und wenn wir bei diesem Bachelorstudiengang mal ins Curriculum schauen, stellen wir fest in den ersten 3 Semestern, was werden da für Fächer gelernt? Mathematik 1, 2 und 3, Statistik 1, Statistik 2, Statistik 3 und Programmierung 1, Programmierung 2, Programmierung 3. Was braucht man für KI? Also Mathe braucht man und neben der Statistik ganz klar, sie müssen kodieren können, sie müssen Software entwickeln können, Programme schreiben können, um nämlich diese komplexen mathematischen Formeln, die wir im Kopf und mit dem Taschenrechner nicht mehr bewältigen können, in Formeln auch entsprechend reinzugeben. Also zweite Fähigkeit, ganz klar, wir brauchen Programmierfähigkeiten. Und drittens, wir brauchen leistungsfähige Hardware. Wir brauchen Computer, auf denen wir in der Lage sind, diese Programme, die oft komplex sind und viel Rechenleistung benötigen, auch ausführen zu lassen. Und was wir noch brauchen, wenn wir über maschinelles Lernen sprechen, ist eine vierte Komponente. Wir brauchen Datenmengen. Wir brauchen Lerndaten. Und Sie sehen hier im Beispiel mal Bilder eines Schnittbilder durch ein Gehirn, das von einem MRT aufgenommen wurde. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hingehen wollen und sagen, ich möchte ein System entwickeln, das Gehirntumore erkennt, dann brauchen Sie
Hunderttausende von Beobachtungspunkten, Hunderttausende von idealerweise von Patientendaten, bei denen man das Gehirn filmisch aufgenommen hat mit einem MRT. Und vielleicht stellen Sie dann fest, in diesen 100.000 Bilddaten haben wir dann 10.000 Gehirntumore gefunden. Und dann können Systeme im Prinzip anhand der Muster, die sie anhand dieser 10.000 Bilder erkennen und der 90.000 gesunden Bilder, die wir haben, oder der 90.000 gesunden Patienten erkennen, was macht eben gerade die Struktur aus, die ein Hirntumor hat. Und da ist es ganz ehrlich besser, Sie haben mehr Lerndaten. Also es ist besser, Sie haben 1 Million Patientendaten mit, ich sag mal, 30.000, 40.000 Hirntumoren als nur 100.000 oder 10.000 Lerndaten. Also viel gibt es da durchaus die Situation, wo viel an Daten dann auch ganz gut hilft. Also mit diesen 4 Komponenten ziehen Sie los und bauen im Prinzip künstliche Systeme der künstlichen Intelligenz auf. Insofern ganz klar, künstliche Intelligenz keine Zauberei, sondern Mathe, Programmierung, Hardware und Daten. Das muss zusammenkommen. Und wenn wir mal reinschauen, was gibt es da für Ansätze in der KI? Jetzt hatte ja der Thomas Schmidt gesagt, es ist eine Vorlesung heute. Insofern, ich will auch ein bisschen Wissen vermitteln, möchte Ihnen nämlich 2 Arten der künstlichen Intelligenz noch nahebringen. Die eine Art, über die ich schon gesprochen habe, ist das sogenannte Machine Learning. Wir sagen auch maschinelles Lernen. Da geht es eben darum, durch Algorithmen, statistische Verfahren und Lerndaten, ja, ich sag mal, Erkenntnisse zu gewinnen und Dinge beispielsweise zu klassifizieren. Maschinen können anhand dieser Daten Probleme dann lösen. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel mal mitbringen, ganz, ganz einfach. Es geht zum Beispiel darum, 2 Arten von Fische zu erkennen. Nehmen wir mal an, oben wäre eine Makrele. Ich glaube, es ist es nicht, aber nehmen Sie mal an, oben wäre eine Makrele und unten wäre ein Dorsch. Dann würde man hingehen und würde sagen, ich zeige einem System Bilder von Fischen, also entweder Makrelen oder Dorsche, und die künstliche Intelligenz soll erkennen, ist es Makrele oder ist es Dorsch. Wie macht die das? Im einfachsten Fall macht die das so, wie es hier gezeigt ist, im Bereich maschinelles Lernen. Die guckt bei jedem Fisch, wie breit ist der, was hat der für eine Breite? Das wäre diese erste Dimension, die nach oben geht. Also die misst die Breite innerhalb des Fotos. Und zum Zweiten, die guckt, was hat der für eine Farbe und legt die in so ein Farbspektrum unten auf der X-Achse. Und damit haben sie zu jedem Foto, sprich zu jedem Fisch, einen Datenpunkt und legen den in dieses Koordinatenkreuz rein. Stellen wir vor, die grünen Punkte sind Makrelen, die roten Punkte sind Dorsche. Dann könnten wir jetzt hingehen, wir sogar, und könnten sagen, da müsste doch irgendwie eine Linie sein, die die Dorsche von den Makrelen trennt. Und genau das macht der Computer. Der geht jetzt hin, legt also eine Kurve rein und clustert die beiden, sagt, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und die Kunst ist es, diese Linie da reinzulegen. Die ist jetzt ja nicht sonderlich komplex, weil wir auch im zweidimensionalen Raum sind. Da könnte eine dritte Dimension dazukommen, eine vierte, eine fünfte. Können wir es uns aber nicht mehr vorstellen. Computer macht das nichts aus. Also die können auch im mehrdimensionalen Raum solche Punkte einzeichnen und können dann komplexe Ebenen da reinzeichnen, Stichwort höhere Mathematik, um zu sagen, es ist das eine oder es ist das andere. Und so sind Systeme ganz einfach in der Lage zu sagen, was ist es für ein Fisch? Und wenn jetzt ein neuer Punkt käme, der irgendwie rechts oben liegen würde, wo die anderen grünen Punkte sind, würde das System sagen, okay, das ist wahrscheinlich eine Makrele. Also das ist so mal die Grundlagen des Themas Machine Learning, Clusteranalyse, Diskriminierung, um im Prinzip zu sagen, ist es die eine oder ist es die andere Seite. Das können wir als Mensch noch ganz gut nachvollziehen, insbesondere im zweidimensionalen Raum. Man kann mal sagen, okay, der Punkt lag da, dann muss das der und der Fisch sein. Können wir noch nachvollziehen. Neuerer Ansatz der künstlichen Intelligenz, der macht es uns schwieriger. Und das ist das sogenannte Deep Learning, künstliche neuronale Netze. Das ist so eine neue Entwicklung, wo im Prinzip die Prinzipien des Hirns versucht werden sollen, im Computer nachzuahmen. Ja, haben im Gehirn ja Neuronen, die verknüpft sind über Synapsen und über andere Impulse. Und diese Synapsen, die durch das Gehirn laufen, über die Neuronen, die führen dazu, dass wir ja Denkvorgänge vornehmen. Und diese Denkvorgänge, die wir im Gehirn, in unseren Milliarden von Gehirnzellen wahrnehmen, die versucht man nun in ein, in Anführungsstrichen, Computergehirn zu bringen. Das heißt, man baut auch hier wieder eine mathematische Struktur, nämlich die Neuronen auf, das sind diese runden Punkte, und sagt, dazwischen laufen Impulse, das sind die Pfeile angedeutet, von einer Schicht zur anderen. Und die haben gewisse Gewichte. Das heißt also, je nachdem, wie stark die sind, geben die einen stärkeren oder einen schwächeren Impuls weiter. Und das führt dazu, dass ich hier meine Struktur habe mit 3 Schichten, wo ich links 3 Impulse reingebe. Die wird dann über die 2. Mittelschicht verarbeitet und bei der 3. Schicht entsteht dann schon ein Ergebnis. Und das ist so der Grundzug eigentlich eines künstlichen neuronalen Netzes. Wenn Sie es genauer wissen wollen, kommen Sie gerne zu mir in die Vorlesung. Aber mal ganz einfach gesagt, das ist es. Hier sind es nur 3 Schichten. Sie können natürlich in der Praxis auch 300 Schichten bauen oder 30 Schichten bauen, je nachdem, was Sie für Fragen haben.
Und durch diesen Einsatz dieser künstlichen neuronalen Netze gibt es also einen Input, eine Verarbeitung und einen Output. Können Sie im Prinzip jetzt links Informationseinheiten reingeben, können also sagen, Kriterien sind erfüllt oder nicht erfüllt oder Bildpunkte sind gesetzt oder nicht gesetzt. Und am Ende entsteht dann eine Aussage, das ist eine Makrele oder ein Dorsch oder das ist eine Unternehmung, die eine hohe Kreditwürdigkeit hat oder eine Unternehmung, die eine niedrige Kreditwürdigkeit hat. Das ist alles noch Mathematik, das ist aber so komplex, dass wir als Mensch das nicht mehr nachvollziehen können. Das heißt, wir als Mensch können nicht nachvollziehen, können sagen, okay, das sind die Daten, die reingegangen sind und warum ist dieses Ergebnis entstanden? Das ist teilweise für uns nicht mehr erklärlich, nicht mehr explainable, wie wir sagen. Und das Interessante daran ist, dass diese künstlichen neuronalen Netze sehr, sehr leistungsfähig sind. Also die treffen sehr gute Aussagen, können zum Beispiel Muster sehr gut erkennen. Nur wir als Mensch durchblicken manchmal nicht, was die machen. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Und jetzt haben wir kennengelernt das Machine Learning und das Deep Learning, so als zwei Ansätze. Und eine zweite Zweiteilung, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, das ist die Frage der schwachen KI oder der starken künstlichen Intelligenz. Ist es eher schwach oder ist es eher stark? Nun, schwache KI, das ist das, was heute real ist. Und alles, was ich Ihnen heute gezeigt habe, da geht es um eine schwache KI. Das sind Systeme, die kein eigenes Bewusstsein haben, Systeme, die keinen eigenen Willen entwickeln, sondern Systeme, die eine spezifische Aufgabe oder einen Aufgabenkomplex sehr gut abwickeln können. Zum Beispiel können die Bilder erkennen oder können einen Gehirntumor erkennen oder können zum Beispiel auch eine Frage beantworten bei Jeopardy, haben aber kein eigenes Bewusstsein und auch kein Streben nach Macht. Insofern, wenn Sie beispielsweise bei Netflix sein sollten und mal bei Netflix sich angeschaut haben, mit welchen Bildern werden da Ihre Filme angepriesen, dann sind diese Bilder, die hier erstellt worden, häufig erstellt worden durch künstliche Intelligenz. Man hat nämlich analysiert, was Sie mögen, also welche Filme Sie mögen und auch auf welche Bilder Sie fliegen, sage ich mal. Und wenn dann Ihnen die Serie hier Stranger Things angepriesen wird, dann wird bei Ihnen eines von diesen neuen Bildern angezeigt. Welches das ist, entscheidet eine künstliche Intelligenz. Und die Bilder an sich sind auch durch eine KI erstellt worden. Das heißt, die Systeme sind heute in der Lage, über so einen ganzen Film zu gehen, zu sagen, welche Bilder nehme ich raus und wie ordne ich die an. Also da sind in der Tat interessante Anwendungen möglich, aber wir sind immer im Bereich der sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz. Starke künstliche Intelligenz gibt es heute noch nicht, wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben. Das sind Systeme, die ein eigenes Bewusstsein haben, die, wenn Sie Böses interpretieren wollen, nach der Weltherrschaft streben. Die haben wir nicht. Und warum wir die erstmal nicht haben, das liegt auch daran, dass wir heute Systeme haben, die im Wesentlichen Daten verarbeiten können. Die Systeme, die heute im Einsatz sind, haben kein echtes Verständnis von den Daten und sie können auch keine Kausalität ableiten. Das heißt, die können zwar die Daten super verarbeiten und können auch die Makrele vom Dorsch unterscheiden oder Ihnen bei Netflix ein Foto reingeben und sagen, auf welches springen Sie an. Die können es aber eigentlich nicht verstehen. Die haben kein echtes Verständnis. Denn eine Maschine ist kein Gehirn. Und das gilt auch, wenn wir auf künstliche neuronale Netze schauen. Kein Gehirn. Denn ein Gehirn ist ja nicht nur ein elektronisches System, wo Impulse verknüpft werden, sondern unser Gehirn ist ja auch ein bioelektrisches und ein biologisches System. Und dass da biologische Vorgänge eine Rolle spielen und biochemische Vorgänge eine Rolle spielen, das sehen Sie sehr schön, wenn Sie sich heute Abend mal 2, 3 Bier zu Gemüte führen, dann werden Sie sehen, Ihr Gehirn arbeitet ein bisschen anders, eben weil da die Biologie und die Chemie dazukommt. Das haben wir zum Beispiel beim künstlichen neuronalen Netz auch nicht. Ja, und last but not least, die Systeme, die wir heute haben, können Codes verarbeiten, Programmcodes verarbeiten, sind aber nicht wirklich in der Lage, von sich aus kreativ zu sein und sie haben auch kein Bewusstsein. Insofern, Datenverarbeitung und Codierung geht, aber die Systeme sind eben Systeme und kein menschliches Gehirn. Ja, hatte gesagt, wir gucken auch auf den Ausblick, wo wir heute stehen. Und wenn man mal schaut, was KI-Systeme können und was KI-Systeme tun, dann gibt es 9 Anwendungsfelder, die immer wieder zitiert werden. Das ist hier eine Übersicht, wo die verschiedensten Felder, die durch künstliche Intelligenz bespielt werden können, dargestellt sind. Ich möchte gar nicht alle mit Ihnen heute vertiefen. Ich habe mir die 9 Themen auch nicht ausgedacht, sondern die sind Common Sense in der Wissenschaft, die finden Sie beispielsweise auch bei der Deutschen Forschungsgesellschaft für KI oder auch bei großen Patentorganisationen, die Patente für KI klassifizieren. Da finden Sie im Prinzip diese 9 Felder. Und wir gucken heute mal exemplarisch rein in 2, 3 Felder. Ein Bereich, der eine große Rolle spielt, das ist der Bereich oben links Sprachverarbeitung und natürliche Sprache.
Da ist es so, dass Sie alle die Sprachassistenten kennen, die hier eine Rolle spielen, die also in der Lage sind, zum Beispiel Produkte von Google und Apple und andere in der Lage sind, auf Ihre Frage zu antworten, wie morgen das Wetter wird und das in natürlicher Sprache zu tun. Da kommt künstliche Intelligenz im Einsatz. Und wir haben heute Systeme, die auch sehr gut sind, beispielsweise von Google uns Aufgaben abzunehmen. Und ich könnte Ihnen jetzt hier einen Film zeigen. Ich überspringe den jetzt mal aufgrund auch des Zeitfensters. Da werden Sie feststellen, es gibt heute Systeme, die so sprechen, dass ein Mensch nicht mehr merkt, dass er mit dem Computer spricht, weil die Computerstimme mit Äs und Ös spricht und Pausen macht, sodass das also total normal klingt. Genau, und wir sind auch in der Lage, heute Systeme zu haben, die Sprache verändern können. Und das zeige ich Ihnen jetzt doch mal, das Video hier aus aktuellem Anlass. Wir haben hier den bisherigen amerikanischen Präsidenten, der auf einer Konferenz spricht und der wird gleich auf Amerikanisch sagen, AI first, also künstliche Intelligenz zuerst. Und dann schauen Sie mal, was gleich passiert. Artificial Intelligence, AI first. 第一次来到中国，我非常高兴。 Also ich hoffe, Sie haben es gehört. Er hat im Prinzip Chinesisch gesprochen und da er kein Chinesisch kann, hat man ihm das tatsächlich in den Mund gelegt. Das heißt, Systeme sind hier gekommen, haben seine Sprachmelodie genommen und haben im Prinzip ihm die chinesischen Worte in den Mund gelegt und haben auch die Lippenbewegung entsprechend verändert. Das sind Möglichkeiten, die wir heute mit künstlicher Intelligenz auch haben, wenn wir über Sprachen sprechen. Auch ein großer Bereich ist das maschinelle Sehen, wenn es nämlich darum geht, Muster zu erkennen, Menschen zu erkennen, Krankheiten visuell zu diagnostizieren. Und das Beispiel hier, das kann man ethisch so oder so interpretieren. Wir haben hier eine Anwendung aus China. Dort ist es möglich, durch Kamerasysteme, während Menschen durch eine Fußgängerzone über eine Straße gehen, zu erkennen, wer ist dieser Mensch. Also Sie können tatsächlich heute schon 1,3, Sie könnten heute schon technisch 1,3 Milliarden Menschen an ihrem Gesicht erkennen und in Echtzeit sagen, das ist die Frau Li und das ist der Herr Wang. Das wird in Teilen von Chinas tatsächlich schon genutzt für nicht ganz so schöne Dinge. Es gibt nämlich in China eine Anwendung in einer Provinz, wo eine Kreuzung überwacht wird und man schaut, ob es dort Fußgänger gibt, die bei Rot über die Straße gehen. Und wenn sie bei Rot über die Straße gehen, erkennt dieses System, sie sind die Frau Wang und sagt dann auf einer großen Wand, also die Frau Wang aus dem und dem Häuserblock ist heute bei Rot über die Straße gegangen. Würden wir jetzt in unserem System sicherlich nicht machen wollen, aber technisch geht das und setzt natürlich auch maschinelles Sehen voraus. Was auch maschinelles Sehen voraussetzt, das ist das autonome Fahren. Wir haben hier ein Fahrzeug, das autonom fahren kann und das System ist in der Lage, den Unfall, der vor dem Auto passieren wird, deutlich vorher zu erkennen, bevor der Unfall passiert. Und wenn wir das mal abfahren, werden Sie gleich sehen, das fährt das System. Sie wollen gleich ein Video. Jetzt bremst das System und 3 bis 4 Sekunden später passiert erst der Unfall. Das heißt, wir haben hier Systeme, die in der Lage sind, vorausschauend Bilder zu verarbeiten und auch solche Situationen im Prinzip zu handeln. Also auch hier eine starke Fähigkeit im maschinellen Sehen, in Echtzeit, wie wir sagen. Das heißt also, während etwas passiert, wird hier analysiert und werden hier entsprechend Steuerimpulse dann ausgegeben. Ja. Dritter Punkt, die Robotik. Vielleicht ein ganz witziges Beispiel. Hier ein Roboter, der das Pizzablech belegt, der kann gucken, der kann greifen, der kann in die Schüssel greifen, kleckert auch ein bisschen und kann hier so eine Anwendung wie ich lege mal eine Pizza mit Tomatenmark und mit Wurstscheiben. Sowas ist heute natürlich möglich. Und in Ingolstadt kennen Sie sicherlich alle einen großen Elektronikfachmarkt, der eine ganze Reihe an Themen auch ausprobiert hat im Bereich der Robotik. Wir haben hier den Paul, das ist so ein Roboter, der mit dem Kunden kommunizieren kann. Und wenn Sie als Kunde sagen, ich hätte gerne ein HDMI-Kabel gekauft, dann sagt er, jawohl, ich fahre vor. Das heißt, der fährt durch den Fachmarkt und zeigt Ihnen dann, wo sich entsprechend dann das HDMI-Kabel im Regal befindet. Also das sind so alltägliche Anwendungen, die wir haben. Der viel größere Bereich für Robotik ist natürlich der ganze Bereich in der Industrie. Und vielleicht hier ein Beispiel von einem Roboter. Das ist hier der Atlas-Roboter. Der ist in der Lage, Reifen zu bewegen. Da
mal hier an und gucken, wie weit der Rücken hat. Und freut sich darüber, und das ist gar nicht so einfach, weil man eine ganze Reihe Elektronik natürlich steuern muss, damit er sich austarieren kann. Und er hat das wirklich gelernt. Und wie das so ist beim Lernen, da geht auch mal was schief. Also ich hoffe, die Videoqualität war ganz okay und es ist angekommen. Was wir jetzt noch tun, ist, wir schauen in die Zukunft. Wir schauen nämlich in die Zukunft der künstlichen Intelligenz und stellen uns da noch die Frage, wie kann künstliche Intelligenz helfen, nachhaltig auch zu leben und nachhaltig zu werden. Und da gibt es eigentlich eine sehr schöne Studie von einem großen Unternehmensberatungsfirma, die eigentlich sagt, es gibt sechs Bereiche, in denen die künstliche Intelligenz helfen kann, die Nachhaltigkeit zu befeuern, die Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Und das eine ist natürlich der Bereich Klimawandel, wenn es nämlich darum geht, zum Beispiel Produktion intelligenter zu machen durch Verfahren der künstlichen Intelligenz oder Flächen intelligenter zu nutzen im landwirtschaftlichen Bereich oder auch Energieeinsatz in den Städten intelligent zu gestalten. Also da kann natürlich künstliche Intelligenz helfen, den Klimawandel mittelbar dann auch zu verhindern oder nicht zu verhindern, aber doch zu verlangsamen. Im Bereich der Artenvielfalt und der biologischen Vielfalt sind Themen wie der nachhaltige Handel, aber auch das Thema Verschmutzungskontrolle. Also dort zu schauen, sind beispielsweise Flächen verschmutzt durch Drohnensysteme oder durch andere, um dann entsprechend gegensteuern zu können. Und ein dritter Bereich ist der Bereich gesunde Meere. Und da habe ich Ihnen auch einen kleinen Film mitgebracht. Im Bereich der gesunden Meere gibt es Drohnen, die im Rahmen eines Projekts des World Economics Forums analysiert haben, wo Stellen sind, die verschmutzt sind, um dann im zweiten Schritt im Prinzip eine Reinigung vornehmen zu können. Und wir haben auch da einen kleinen Film, gucken da mal rein. Wir haben also hier eine Drohne, die mit einer Kamera ausgerüstet ist und fliegt und Aufnahmen macht von der Küste, von der Wasserlinie, auch von den Gewässern selbst, von er selbst. Die Frage ist zu erkennen, ist eine Verschmutzung dort oder handelt es sich um eine der Unterschied zwischen Verschmutzung und einem natürlichen Lebewesen ist häufig gar nicht so groß. Das heißt, man braucht gute Algorithmen, um das Ganze auch zu erkennen. Und Ziel ist es natürlich zu erkennen, wo sind Plastikverunreinigungen, wo sind Flaschen, die am Strand sind, um dann im nächsten Schritt im Prinzip hinzugehen und zu sagen, jetzt müssen wir da einen Trupp einsetzen, der das reinigt. Wenn wir das weiterdenken, auch mit den Fähigkeiten, die wir haben im Bereich der Robotik, könnte man natürlich sagen, in der Zukunft wird es auch möglich sein, Systeme dann zu haben, die dann direkt eingreifen und vielleicht dann auch den Müll direkt entsprechend dann wegbringen. Ja, Gewässerschutz natürlich auch ein großes Thema, wenn es darum geht, den Wasserverbrauch effizient zu machen und hier durch Systeme der künstlichen Intelligenz Wasserverbräuche runterzufahren und auch zu finden, Wasserquellen beispielsweise zu finden. Auch da gibt es Verfahren aus dem Bereich der KI, die helfen können. Und ein weiteres Beispiel, das ich mitbringe, Nachhaltigkeit, ist das Thema Luftreinhaltung. Und das Beispiel ist auch hier ein Beispiel aus Bayern, ist nämlich von der Firma Siemens. Die hat eine Turbine entwickelt, eine Gasturbine, die in der Lage ist, deutlich weniger Schadstoffe auszustoßen im Sinne des NOx-Ausstoßes. Und diese Turbine hat normalerweise im Betrieb einen Schadstoff- oder einen NOx-Ausstoß, den wir auf der Höhe der roten Linie hier haben in der Grafik unten. Und durch Algorithmen der künstlichen Intelligenz, durch Deep Learning-Algorithmen, also auch künstliche neuronale Netze, ist das System in der Lage, die Leistung zu dosieren, das Steuerverhalten der Turbine zu adjustieren und dadurch im Prinzip ganz effektiv den NOx-Ausstoß runterzubringen, sodass also diese KI-gesteuerte Turbine dann auf die gelbe Linie kommt. Insofern deutlich verringerten Ausstoß nur hat an NOx, was natürlich wieder positiv ist auch für die Luftreinhaltung. Insofern sind das Ansätze, die wir vor 5, vor 10 Jahren noch nicht konnten, wo aber heute künstliche Intelligenz in Produkten hilft, die besser zu machen, die umweltfreundlicher und nachhaltiger zu machen. Und auch im Bereich der Katastrophenvorsorge und der Unwettererkennung haben wir natürlich Verfahren, die uns helfen können,
durch künstliche Intelligenz zum Beispiel zu erkennen, wo ein Wirbelsturm entsteht oder wo auch, sag mal, vielleicht Unwetter drohen. Durch Bilderkennung, durch Mustererkennung sind das Verfahren, die uns da helfen, auch entsprechend rechtzeitig reagieren zu können. Insofern, künstliche Intelligenz hilft, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Aber wir müssen eins festhalten, künstliche Intelligenz ist ja eben kein Mensch und sie lernt anders. Sie lernt auch deshalb anders, weil sie unsere Konventionen nicht kennt. Und lassen Sie mich da ein Beispiel geben des japanischen Brettspiels Go. Ich weiß nicht, ob Sie Go kennen. Das ist ein Spiel aus Japan, das sehr viel komplexer ist als Schach. Viel mehr Züge, muss viel mehr durchdenken, wenn ich da gewinnen möchte. Man ist hingegangen Anfang der 2000er Jahre und hat einem Computer, einer künstlichen Intelligenz, die Partien von sehr guten Go-Spielern gegeben. Und der Computer hat dann erkannt, aha, was sind da Spielstrategien und war dann in der Lage, nach einer gewissen Lernzeit menschliche Spieler zu schlagen und nach noch deutlich längerer Lernzeit dann auch in der Lage, Großmeister im Spiel Go zu schlagen. Also künstliche Intelligenz war in der Lage, den Schachmeister, oder nicht den Schachmeister, den Go-Meister entsprechend auch zu schlagen. Das war Welle 1. Welle 2 war, dass man hingegangen ist und gesagt hat, wir geben dem System gar keine menschlichen Partien mehr, sondern wir kodieren nur die Regelbasis und lassen zwei Systeme, die sehr gut spielen, gegeneinander spielen. Was ist über die Zeit passiert? Diese Systeme, diese künstlichen Intelligenzsysteme, haben Strategien entwickelt, die ganz anders sind als die menschlichen Strategien. Und wenn heute ein Go-Großmeister gegen ein KI-System spielt, dann sagt der, so spielt ja kein Mensch. Und der hat ja recht, weil das System spielt anders. Die Herausforderung ist nur, die Systeme und die Strategien durch die Systeme in Go sind leistungsfähiger als die menschlichen Strategien. Die sind anders, aber leistungsfähiger. Und das ist natürlich schon so ein Grenzbereich, wo wir sagen, also da kommen Strategien, die anders sind als die menschlichen Strategien, die uns überlegen sind. Und ich habe hier ein humoristisches Beispiel mitgebracht. Es geht auch um das Thema, ich entwickle eine Strategie. Und zwar hat man diesem Computerarm gesagt, du sollst bowlen lernen, also in Amerika, soll also bowlen lernen. Und der durfte dann ein paar tausend Mal probieren, dieser Computerarm. Und das Ziel war, dass er möglichst viele Pins umlegt und hat ihm als Zielfunktion gegeben, leg möglichst viele Pins um und nutze deine Fähigkeiten beim Bowlen. Und was ist passiert? Er hat eine eigene Strategie entwickelt. Weiß nicht, ob man optimal sehen konnte. Also der hat im Prinzip ganz oben oft gekreist oben und hat dann die Kugel rausgeschossen. Ich glaube, es ist ein bisschen verloren gegangen durch die Übertragung. Also der hat eine eigene Strategie entwickelt, räumt aber mit dieser Strategie immer alle ab. Ist nicht ganz im Sinne der Bowling-Regeln, aber er kriegt das hin. Insofern, weil künstliche Intelligenz helfen kann, aber eben anders lernt, glaube ich, brauchen wir ein ethisches Grundgerüst, um den Einsatz und die künstliche Intelligenz zu formen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, in welchem ethischen Rahmen wir solche Systeme einsetzen, damit eben gewisse Grenzen eingehalten werden. Und das haben auch schon viele große Technologieunternehmen erkannt. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht den Satya Nadella, den CEO von Microsoft. Und Microsoft hat sich sogenannte KI-Design-Prinzipien gegeben, hat also gesagt, wir definieren Regeln und Rahmenbedingungen, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen dürfen. Und ich will Ihnen gar nicht alles vorlesen, aber den zweiten Punkt möchte ich mal aufgreifen. Wir wollen die Effizienz steigern durch künstliche Intelligenz, ohne die Würde des Menschen zu verletzen. Also die Würde des Menschen, die bei uns ja auch im Grundgesetz steht, an 1, im Artikel 1, die muss auch weiterhin, wenn wir KI einsetzen, ihre Berechtigung haben und die muss auch weiterhin an 1 stehen. Und wir wollen auch Systeme haben, der vorletzte Punkt, die keine Vorurteile oder Verzerrungen abbilden. Vielleicht dazu eine kurze Anekdote. Sie kennen sicherlich alle das Unternehmen Amazon, das sehr stark wächst. Und weil es so stark wächst, braucht das ständig neue Mitarbeiter. Und Amazon ist hingegangen und hat gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir eine künstliche Intelligenz nehmen können, die uns hilft, im Personalbereich, im Recruiting-Bereich, wie die das nennen, Lebensläufe zu analysieren und zu sagen, laden wir den Kandidaten ein oder laden wir den nicht ein. Und dann haben sie ein System gebaut und haben also diese Vielzahl von Bewerbungen haben sie screenen lassen und haben Lerndaten dann verwendet und am Ende des Tages haben sie das System eingesetzt. Und als sie geguckt haben, was wird eingeladen als Kandidat, stellte man fest, im Wesentlichen werden weiße Männer eingeladen durch das System. Woran lag es? Nun, es lag daran, dass das System gelernt hatte mit den Daten von Mitarbeitern, die heute Karriere gemacht haben. Und das waren zu dem damaligen Zeitpunkt viele weiße Männer. Insofern hat das System gesagt, naja, die sind erfolgreich, also laden wir die auch ein.
zum Gespräch. Das heißt, eine schwarze Frau hatte weniger Chancen, durch so eine KI eingeladen zu werden, als ein weißer Mann. Hat man zum Glück gemerkt, hat hier in der Tat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir bilden eine Verzerrung ab. Letztlich werden auch Vorurteile kodiert, also können wir das nicht machen. Müssen andere Algorithmen finden, andere Ansätze finden, um genau eben diese Vorurteile und diese Fähigkeiten, um diese Vorurteile und diese Verzerrungen zu beseitigen. Und letzter Punkt hier, wir wollen, sagt Microsoft, durch künstliche Intelligenz menschliche Fähigkeiten ergänzen, aber eben nicht ersetzen. Also es ist eine Additiv, eine Ergänzung, aber kein Ersatz. Thema der Ethik spielt eine große Rolle. Das hat auch die Wissenschaft erkannt. Insofern, wenn wir nach USA gucken, Stanford University hat eine Studie aufgelegt, wo sie sagt, wir gucken mal über 100 Jahre, wie wird sich künstliche Intelligenz auf die Menschheit auswirken, wie wird es das verändern. Also wir reden hier nicht über 2-3 Jahre, wir reden hier schon eigentlich über diese 100-jährige Studie, weil wir eben glauben, dass das schon dieses Thema künstliche Intelligenz eine wirklich ein Thema ist, was ein ganz enormes Potenzial hat, auch die Spielregeln der Welt zu verändern. Und auch in Montreal, eine recht führende Region der künstlichen Intelligenz, da gibt es die sogenannte Montreal Declaration of Responsible AI, also die Montrealer Erklärung für verantwortungsvolle künstliche Intelligenz. Also das sind mal zwei Beispiele, wie wir hier rangehen aus einer Wissenschaftsseite, um zu sagen, man muss die ethischen Themen beleuchten, man muss Grenzen setzen, man muss Rahmenbedingungen definieren. Und jetzt ist es so, ich persönlich glaube, wir in Deutschland haben ja recht gute Standards, was Datenschutz betrifft, was Datensicherheit betrifft, Stichwort Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ich persönlich glaube, wir können auf dem Weltmarkt uns auch positionieren, ein Stück weit mit dem Motto künstliche Intelligenz made in Germany, weil wir eben ganz bewusst dann Standards haben in dieser KI, wo wir sagen, wir haben hohe Ethikstandards, wir haben hohe Standards Schutz des Persönlichkeitsrechts, Datenschutz und anderer Themen, sodass das auf dem Weltmarkt durchaus auch eine Chance sein kann. Ja, jetzt sind wir nach ziemlich genau 45 Minuten auch am Ende der Vorlesung. Nein, ich hoffe, es war für Sie keine Vorlesung, sondern ein unterhaltsamer Impulsvortrag. Ich fasse nochmal zusammen, wie ich das auch gerne in meinen Vorlesungen tue. Was haben wir denn heute gelernt? Nein, was habe ich Ihnen heute erzählt? Ich habe Ihnen 7 Punkte mitgebracht. Ich habe zum einen im Rahmen der Zeitreise gesprochen über die künstliche Intelligenz, die eine 70-jährige Geschichte hat und zurückgeht auf das Jahr 1956, Stichwort Dartmouth Conference. Mit Marvin Minsky und anderen Kollegen. Seit 2012 sind wir in der aktuellen Phase, die ich nennen würde, maschinelles Lernen. Und da machen wir Deep Learning. Das heißt also auch künstliche neuronale Netze kommen zum Einsatz. Dritter Punkt. Ich hoffe, ich habe Ihnen nahegebracht, dass künstliche Intelligenz keine Zauberei ist, keine Hexerei ist, sondern dass wir Mathe brauchen. Programmierung, Hardware, also Rechnerleistung und viele Daten, um zu lernen. Vierter Punkt. Künstliche Intelligenz, nein, ist keine echte Intelligenz. Die Maschine ist kein Gehirn. Stichwort biochemisches System und die 3 Weißbier, die Sie vielleicht dann trinken. Aktuell haben wir nur schwache künstliche Intelligenz ohne eigenes Bewusstsein, ohne Allmachtsfantasie und Herrschaftsstreben. Und das wird auch in den nächsten 10, 15 Jahren, das wird auf absehbare Zeit so bleiben. Künstliche Intelligenz, haben wir gesehen, hilft uns, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem Produkte besser werden, umweltfreundlicher werden, indem mitgeholfen wird durch künstliche Intelligenz, die Gewässer sauberer zu machen und die Städte energieeffizienter zu gestalten. Künstliche Intelligenz, haben wir gesehen, lernt ganz anders, weil sie eben unsere Konventionen nicht kennt. Und insofern, glaube ich, braucht es ein ethisches Grundgerüst, um die künstliche Intelligenz zu formen und um im Prinzip da die Rahmenbedingungen zu setzen. Wenn Sie ein Handout haben möchten zur heutigen Veranstaltung, zum heutigen Vortrag, dann gehen Sie gerne auf diese Website stummeier.de/handout, tragen kurz dort Ihre E-Mail-Adresse ein, dann würden wir Ihnen das in den nächsten Tagen einfach als PDF rausschicken. Dann können Sie das auch nochmal nachverfolgen, was wir heute hier diskutiert haben. So, jetzt glaube ich, war ich einigermaßen in der Zeit. Das ist ja immer so eine Herausforderung, wenn man viele Themen hat und bin natürlich auch gespannt auf Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen. Und wir schalten wahrscheinlich jetzt das Video aus.